So Leute, willkommen zurück zu Mario Kart 8 Online. Diesmal fahre ich mit einem ganz besonderen Fahrer, nämlich mir selbst, dem lieben Focci, beziehungsweise meinem Mi mit Zelda Outfit. Sieht eigentlich ganz schick aus, muss ich sagen. Ich glaube, den hatte ich noch nie in irgendeinem Part, also mit dem Outfit. Deswegen nehme ich ihn jetzt in diesem Part mit dem wunderschönen Outfit, damit ihr das auch mal seht. Und ja, erzähl so ein bisschen über meinen Kanal, was gerade so ein bisschen hier abgeht. Ihr merkt ja vielleicht, es kommen momentan relativ wenige Videos. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Ich habe es ja im letzten Mario Kart Online Part gesagt, dass ich Besuch hatte und dass ich dann auch lange Zeit versucht habe, dieses Shiny Chaining Tutorial aufzunehmen. Der Besuch ist jetzt weg. Das Tutorial, also das Videomaterial, habe ich auch aufgenommen. Also habe das Shiny. Oh, ich fahre an den Beinen vorbei, unglaublich. Also ich habe das Shiny Pokémon Onscreen auch eingefangen und habe eigentlich das Tutorial auch abgeschlossen. Also ich habe das Video fertig, habe es eingesprochen und fertig geschnitten, aber dann bin ich in eine Bananenschale reingefahren. Ne, dann, keine Ahnung, habe ich mir das Video so angesehen und dachte mir so, irgendwie gefällt mir das nicht so ganz von dem her, was ich sage und vielleicht auch vom Schnitt nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, ey, ja, mache ich das Video doch nochmal neu, beziehungsweise nehme es neu auf, nehme die Stimme neu auf und so weiter und so fort, schneide es vielleicht ein bisschen anders und deswegen kommt das Shiny Chaining Tutorial auch nicht heute und deswegen habe ich mir gedacht, ey, nehme ich anstelle dessen, damit wenigstens irgendein Video kommt mal wieder, nehme ich Mario Kart 8 auf und da ist mir aufgefallen, dass, keine Ahnung, woran es jetzt genau liegt, aber meine TV-Karte, beziehungsweise, also ich habe ja so eine TV-Karte, ich habe auch eine neue TV-Karte und über die nehme ich auch auf, das Videomaterial und darüber spiele ich normalerweise auch. Jetzt ist es aber so, dass das irgendwie nicht möglich ist, weil das Bild auf dem PC, wenn es ankommt, eine minimale Verzögerung hat. Es ist nicht mal eine halbe Sekunde, es ist vielleicht eine Zehntelsekunde oder so. Keine Ahnung, ich kann es nicht genau einschätzen. Auf jeden Fall ist es eine minimale Verzögerung. Und das müsste eigentlich nicht der Fall sein. Das ist normalerweise nicht so, aber jetzt irgendwie in den letzten Tagen war es der Fall. Deswegen ist es jetzt so, dass ich auf meinem Wii U Gamepad spiele. Also ich schaue auf das Wii U Gamepad, während ich spiele, was ich normalerweise nie getan habe, sondern normalerweise habe ich halt auf den Bildschirm geschaut, aber das geht halt nicht. Wenn da nur eine minimale Verzögerung drin ist, zwischen dem Input, also der Eingabe, die ich mache, und dann dem Bild, das ich da sehe, da kann man einfach nicht vernünftig spielen. Und da ich ja so ein Studio-Mikrofon oder wie auch immer das heißt, habe mit so einem Mikrofonarm, beziehungsweise mit so einem Schwenkarm, ist es ziemlich kompliziert, da auf das Wii U Gamepad zu schauen. Also ich sitze jetzt hier gerade überhaupt nicht bequem. Ich halte das Wii U Gamepad auch überhaupt nicht bequem. Aber anders geht es momentan nicht, dass ich hier irgendwie vernünftig was aufnehme und ins Mikrofon spreche. Das ist halt so ein kleines Problem. Ich hoffe, also für diesen Part wird es wahrscheinlich noch gehen, aber in Zukunft kann ich das einfach nicht so machen. Außerdem habe ich das Gefühl, ich habe nicht nur das Gefühl, es ist auch so, dass irgendwie die Framerate, die ich aufnehme, relativ gering ist. Also es wirkt so ein bisschen, als ob das Video laggt. Also als ob da Ruckler drin sind. Und ich weiß nicht, woran das liegt, weil eigentlich zeigt mir Fraps an, dass ich mit 60 FPS, also 16 Bildern, nicht 16, sondern 60 Bildern pro Sekunde aufnehme, aber es sind nie und nimmer 60 Bilder, die da aufgenommen werden. Keine Ahnung, irgendwas ist da nicht ganz korrekt. Ich weiß jetzt auch nicht, woran es liegt, ob es an der TV-Karte liegt. Die ist eigentlich relativ neu. Könnte trotzdem ja daran liegen, ob es an meinem PC liegt. Der ist etwas in die Jahre gekommen, muss man sagen. Aber eigentlich sollte er trotzdem noch relativ gut genug sein, um das aufnehmen zu können. Also mit der alten TV-Karte hat es ja auch irgendwie geklappt. Und ja, keine Ahnung, deswegen tut es mir auch leid, wenn vielleicht die Qualität jetzt nicht ganz so gut ist wie sonst. Ich meine, ich habe nie 60 FPS-Videos hochgeladen.
Aber 30 FPS, also das sah trotzdem irgendwie flüssig aus, als das jetzt gerade, was ich sehe. Von dem her tut es mir leid, wenn die Qualität nicht ganz so gut ist wie normalerweise oder noch schlechter als normalerweise, sagen wir es mal so. Aber ich kann jetzt momentan auch nichts dran ändern. Ich werde jetzt dann heute Abend erstmal das Shiny Chaining Tutorial nochmal aufnehmen und nochmal schneiden. Damit das dann hoffentlich morgen kommt, weil das ist mir ein großes Anliegen. Und danach werde ich mal schauen, woran es liegt, dass es halt so eine geringe Framerate da angezeigt wird, weil ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären, werde vielleicht mein PC neu aufsetzen müssen, keine Ahnung, ich schaue einfach mal. Wenn ihr da vielleicht eine Idee habt, woran es liegen könnte, dann meldet euch bei mir. Keine Ahnung, vielleicht hattet ihr oder habt ihr dasselbe Problem. Ihr habt die Arbor Game Capture Lite HD oder so irgendwas. Ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal ein Unboxing dazu gemacht. Da wisst ihr, welche ich habe. Also Arbor Media Game Capture HD Lite heißt sie, glaube ich. So irgendwas heißt die. Und ich weiß nicht, ob es wie gesagt an der Capture Card liegt oder an meinem PC, was weiß ich. Dann werde ich dann mal schauen. Auf jeden Fall, ja, das ist eigentlich auch der Grund, wieso so wenig kommt in letzter Zeit. Weil, wie gesagt, primär wollte ich endlich dieses Shiny Chain Tutorial fertig haben. Da habe ich halt oft auch keine Motivation gehabt, neu aufzunehmen, weil, also was heißt neu aufzunehmen? Ich habe ja dieses Shiny Chaining immer betrieben und habe währenddessen aufgenommen, um in der Hoffnung, dass irgendwann mal ein Shiny Pokémon kommt, was ich dann onscreen fangen kann. Aber ist mir halt nicht gelungen und dann irgendwann mal hat man auch nicht so die Motivation, es nochmal und nochmal zu versuchen. Dann habe ich es jetzt einmal wieder versucht und es hat geklappt und ich habe mich riesig gefreut. Und ja, jetzt habe ich es hinter mir, jetzt muss ich es eigentlich nur noch, wie gesagt, aufnehmen bzw. den Sound dazu aufnehmen. Und dann hätten wir das eigentlich auch schon. Und dann sollten eigentlich in Zukunft auch wieder Oh Gott, wie viele Kugelwills wollen hier denn noch vorbeirasen? Dann sollten eigentlich theoretisch wieder regelmäßige Videos kommen. Ich will jetzt auch nichts versprechen von wegen, oh, ab morgen kommen dann wieder regelmäßige Videos oder so. Doch. Es kommen dann definitiv wieder regelmäßige Videos, wenn ich das Problem mit meiner TV-Karte, und wie gesagt, ich weiß nicht, ob es an der TV-Karte liegt oder an meinem PC, wenn mein PC wirklich zu schlecht sein sollte, was ich mir eigentlich nicht wirklich vorstellen kann, dann habe ich ein Problem, ehrlich gesagt, weil momentan kann ich es mir nicht leisten, mir einen neuen PC zuzulegen, beziehungsweise die Komponenten abzugraden. Und ehrlich gesagt, das ist jetzt eine Ausnahme hier, dass ich jetzt trotzdem so aufnehme, obwohl das Bild meiner Meinung nach nicht zufriedenstellend ist. Aber ich will in Zukunft nicht irgendwie Videos hochladen, die... es fühlt sich an, als ob das Video mit... Also bei mir, als ob das Video mit 20 Bildern pro Sekunde läuft. Also richtig unflüssig und das sieht nicht schön aus. Und sowas will ich einfach nicht auf meinem Kanal haben. Wie gesagt, das ist eine Ausnahme. Ich glaube, das wird auch das letzte Rennen sein, denn es ist auch ziemlich anstrengend, das Wii U Gamepad so zu halten, wie ich es halte. Und ja, tut mir echt leid für diesen Part. Es soll eher so als kleines Infovideo dienen, damit ihr wisst, was los ist. Und keine Ahnung, vielleicht weiß ja irgendjemand von euch, wie er mir helfen kann. Und sowas wie, ja, Google ist dein Freund, ja... Danke für die Info, also als ob ich nicht selbst drauf gekommen bin, danach mal zu googeln. Wie gesagt, ich habe mich jetzt auch nicht so mega großartig damit befasst. Ich werde jetzt irgendwann mal die Tage genauer schauen, woran es liegt. Und wenn ich es herausgefunden habe, dann kommen entweder wieder regelmäßige Videos, wenn ich halt schön aufnehmen kann. Wenn es dann doch so ist, dass mein PC dran schuld ist, weil der ein bisschen in die Tage gekommen ist, dann werde ich auf jeden Fall keine Let's Plays von der Konsole aufnehmen wollen, weil, wie gesagt, das kann man so nicht spielen. Also es geht irgendwie einfach nicht. Ist eine Verzögerung drin, also ich bekomme das Bild verzögert mit und die Qualität ist auch nicht atemberaubend. Nun gut, wie dem auch sei, die anderen Projekte, also wie gesagt, wenn ich vom 3DS aufnehme, da geht's ja, da kann ich wenigstens vielleicht Tomodachi Life etwas öfter bringen,
Wobei ich da auch nichts versprechen will. Vielleicht kommt ein anderes 3DS Let's Play. Pokémon Omega Rubin geht natürlich weiter. Also ist nicht abgebrochen. Es lag halt einfach an dem Shiny Chaining Tutorial, dass jetzt längere Zeit auch davon keine Videos mehr kamen. Aber da sollten in Zukunft auch wieder häufiger Videos kommen, wenn ich das Shiny Chaining Tutorial erstmal hochgeladen habe. Weil das hatte jetzt in den letzten Tagen wirklich eine Priorität bei mir. Und am Ende ist es so, ich habe mir so lange Zeit mit dem Tutorial genommen und habe so viel dafür vernachlässigt an anderen Videos und am Ende gefällt es auch gar nicht. Das wäre echt die Krönung. Komm Donkey, nimm ein paar Bananen mit und der hole ich auch noch ein. Sehr gut. Komm schon. Nein. Puh. Da habe ich echt einen Fehler gemacht. Ja gut. Egal. Oh Gott, das war knapp. Wenigstens Top 3. Wir dürfen nicht auf den letzten Platz fallen. Das geht nicht. Wobei, so wie ich mein Glück kenne, falle ich auf einen der letzten Plätze. Oder auch nicht. Bitte. Zweiter ist ganz okay. Zweiter ist okay. Den ersten will ich nicht. Gut, das können wir so stehen lassen. Tut mir wie gesagt leid, dass so wenig Videos kommen und auch für dieses Video, was jetzt vielleicht qualitativ nicht das Beste ist. Aber ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Morgen kommt dann hoffentlich das Shiny Chaining Tutorial. Ich hoffe, ihr seid darauf gespannt und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Alles Gute und ja, bis zum nächsten Video. Tschüssi.